So, nächster Topspiele. Paris Saint-Germain gegen Juventus. Flick. Paris spielt daheim, Juventus auswärts. Danke, vielleicht merke ich mir das mal. Notizblock ist geflogen, vorhin. So. Ja, heute wird Chichino mal nicht spielen von Anfang an. Paris daheim hat Anstoß. Danke fürs nochmal erwähnen. Paris daheim. Damit er nicht so deppert fragt, wieder dann in 5 Minuten. Paris letztes Jahr weit gekommen eigentlich, bis ins Halb- oder Viertelfinale letztes. Was? Was war jetzt? Was wird da? Was? Oh mein Gott. Bis ins Halbfinale gekommen. Dafür Manchester City rausgeflogen. Ja, Juve auch bislang immer die Gruppe überlebt, aber nie weiter als ins Achtelfinale gekommen. Ja, und da könnte man gleich hinten nachlegen. Oh. Joshi. Kriegt er nimmer. Ja, der kriegt den nimmer. Oh. Ja, schon. Alter. Oh. Alter. Das gibt's nicht. Oh, Gott sei Dank. Oh, Goalie! Ich meine, ich dachte, nimm den jetzt. Oh, da kommt Spahn. Oh! Nein. Du, Jetzt ist er drin. wie sie bei Rocket League immer so schreiben, wie geplant. Neymars zweiter Treffer.
dieser Zeiten. Im Hosina-Stil. Der wird ewig weiterleben bei uns in der CL, egal ob er spielen wird oder nicht. Das war jetzt nicht so abgeschlossen für mich. Aber es ist ein sehr offensives Match. Schade, dass man jetzt nicht aufzahlt hat. Ja. Wobei, ich glaube, das wäre nicht genug gewesen. Nein, ich meine, in Kleubert. Ach so. Nein, der Ball wird liegen. Aber über Kleubert bin ich nach wie vor noch fasziniert. Ja, spielt gut. Aber so richtig schlecht oder ganz schlecht hat es generell gar nicht viel gesagt. Naja, welche, die nicht wirklich angekommen sind. Ein paar dumme habe ich gemacht, wo ich zu schwache Spieler zu einer zu großen Mannschaft gegeben habe. Zum Beispiel Naismith. Der ist, warte mal, wo spielt denn der? Spielt der bei Real oder spielt der bei... Bei irgendeiner großen Mannschaft, kommt nie zum Zug. Oder, Manchester City. Manchester City. Ah, okay. Aber er hat schon mal getroffen, glaube ich. Ja. Ja, das, ja, aber das soll ja nicht zum Zug, dass es so ein schlechter Transfer war. Hast du den jetzt absichtlich nicht gemacht? Ja. Muss ich da sparen. Ronaldos fünftes Tor im laufenden Wettbewerb. God save the Rave. Oh, das ist so ein geiles Lied, oder? Hast du Musik dabei, oder was? Jetzt schon. Das war nämlich... Songpremiere von einer Band, die ich ehrlich ziemlich gerne höre, heute. Und da muss ich den hören noch unbedingt. Von The Dead South, falls dir das was sagt. Ja. Oh. Schön. Beide schon auf der Schuss schon. Boah! Pappe. Oh. Und wer glaube ich so gut spielt, ist die Maria der Uredel-Joker. Aber wenn er spielt, dann spielt er gut. Also ich lasse ihn immer spielen, aber. Oh. Was ist das nächste für eine Position? Naismith ist Stürmer, kann aber auch LM zum Beispiel oder ZOM. Dann überlege ich mir irgendwann mal weg zu transferieren, weil ich den unbedingt spielen möchte. Haben. Nur das muss ich mal immer überlegen, wohin, wo kann ich so einen Stürmer brauchen, weißt? Also für mich persönlich ist
Aber also nach wie vor schon seit letztem Jahr mit Paris die stärkste Mannschaft. Paris? Was in dieser CL meinst du? Na, schon letzte CL. Ich finde das. Ja, weißt du, da habe ich mich entscheiden müssen. Ja, ich weiß. Und gut war es eigentlich rückblickend. Never give up. Naja, vielleicht hättest du Liverpool auch mit Paris geschlagen. Ja, stimmt. Aber wenn Paris das Zeug hat fürs Sieg, dann wird es ja irgendwann wieder klappen. Oder zum Beispiel hier. Ich habe auf der Bank zum Beispiel Draxler oder Zagoev, der kann auch fast nie zum Einsatz, weil ich eigentlich Lampard und Rabiot eigentlich ganz gut spielen. Ja, das habe ich bei Liverpool. Jetzt habe ich ein paar wegtransferiert, das ist so. Und bei Southampton habe ich eben auch überfüllt. Deswegen überlege ich auch, ihn wieder zu weg. Ich habe bei Liverpool, glaube ich, 7 oder 8 zentrale Mittelfeldspieler. Sag, wie viel Spieler hast du eigentlich bei Roma verloren? Schon gehabt? 3. Ah, 3 nur. Dachte, das Leubert, waren mehr. Checo. Und der Rossi. Genau. Dachte, dass das mehr waren. Ja, aber Checo hat sowieso ersetzt gewesen. Würdest du da noch welche wegtransferieren lassen wollen oder? Ja, kommt davon weg natürlich. Oh. Oh, damn it. Never get down. Oh. Ist dann mein Lieblingsmove. Bitte? Das ist dein neuer Lieblingsmove. Vor den Flanken, einen Haken zurück. Ja, das war eh dumm. Was soll ich denn zum 20. Mal oder so? Ich glaube, du hast noch keine einzige Flanke nochmal reingehaut hat. Das hat mir Flo auch schon gesagt, dass ich das oft mache. Ja, manchmal ist gut, aber das muss zwar so. Aber manchmal sind deine Spiele überrascht zu sehr. Damit du. Walking out, never get down, never. Oh, ich glaube, ich habe ein neues Lieblingstechno-Lied. Save the Rave. Oh! Ah, okay, good service. Na, ja, nicht dein Ernst. Ja, schon weg transferieren. Bitte? Cavani wolltest du im ersten Jahr weg transferieren und jetzt ist er noch immer Start. Ja, ich überlege, weil ich finde, er bringt nicht ganz so die Leistung. Wahnsinn. Aber jetzt zum Beispiel in dem Match hat er wieder ein Tor aufgelegt. Oh. Wow, geiler Reflex. Und hat auch 3 Tore wie alle anderen, also. Ja, schlecht ist er eh nicht. Schlecht ist er, aber ich glaube zum Beispiel, Mbappé geht mehr ab. Füllsmäßig. Ja, aber das, aber Mbappé ersetzt ihn ja nicht. Du brauchst nee, ja nicht. Ersatz ja auch, oder? Ja, das ist es. Ersatz muss ich mal finden. Eben. Weil den Schimmer, den ich da jetzt habe, der ist nicht wirklich Ersatz. Mann. Warte, was ist jetzt los?
So, konzentrieren wir uns wieder mehr auf das Spiel und nicht auf Scooter. Oh. Boah. So wollte ich das nicht. Gleich raus mit dem Arm. Raus. Kein Superstar-Bonus, Alter. Volles Hall. Ja, ja, komm. Komm, gegelter. Alter, Superstar-Bonus. Ah, das wäre keine Rote gewesen. Jetzt mache ich das trotzdem aber. Oder zum Beispiel bin ich nicht zufrieden bei dem Verein, wo mein Lieblingsbowle spielt. Den muss ich auch mal überlegen, wo ich den hingebe mal. Zielinski. Aber er kommt eh zum Ansatz, oder? Ja, schon, aber er kommt irgendwie nicht zur Geltung, finde ich. Na stimmt. Juve ist noch, bis auf Jorginho, bis jetzt auch noch kein Transferaufgang so richtig. Sörre und Lecke war nicht schlecht, aber auch nicht, sage ich jetzt, die Riesenverstärke. Sagst du, Schiene war das der vom freien Markt? Nein, der war von Jesse. Ah. Oh. Nehmen Sie den Heimsieg mit nach Hause, obwohl Sie schon daheim sind oder nicht. Sieht so aus.